So, das heißt, man macht Wissen zu dem, wo man aufruft. Jetzt geht's weiter. So, dann Allah lobt denjenigen, der Dawa macht, dass er das beste Wort von sich gibt. In Surah 41, Vers 33 sagt er, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِي لَاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der, der zu Allah ruft? Surah 41, Vers 33. Ja? Und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Gottergebenen. So. Und hier ist, wie gesagt, die Aufgabe, zwei Verse auswendig zu lernen. Aber ihr müsst sowieso 16.525 auswendig lernen und Surah 12.108. Die sind ganz wichtig, die Verse in der Dauer. Ja, deswegen, wenn ihr die auswendig lernt, reicht schon. Aber wer natürlich mehr machen will, ist noch besser. Aber ich meine jetzt für den Test, den wir am Ende machen wollen. Ja. So, jetzt nochmal zu der Sache. So, jetzt die Gefährlichkeit des Verlassens der Dauer. Da möchte ich auch zwei Beweise haben. Einmal, Allah sagt, der Prophet sagt, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Wer von euch etwas Übles sieht, der soll es mit der Hand verändern. Wenn er es nicht kann, mit der Zunge. Das Herz ist der schwächste Iman. Und hier zeigt ganz klar, wenn du etwas nicht mit deiner Zunge verändern kannst oder willst, dass du einen schwachen Iman hast. Anderes Beispiel, hier sagt Allah, sagt der Prophet, Entschuldigung, die sind alle in Bukhari Muslim, diese Hadithe, die zwei. Den einen, man ra'a minkum munkaran, den findet man auch in den 40 Hadithen von Nawawi. Dann, andere Hadith, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Entweder gebiet das Gute und verbiet das Verwerfliche, ja, das heißt die Dawa. أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسَجَابُ لَكُمْ. Oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden und er wird sie erst zurücknehmen, wenn ihr, was? Dann werdet ihr Dua machen, er wird sie nicht erhören. Das heißt, du musst erstmal zur Dawa zurückkehren. Das heißt, hier wird dir bei Verlassen der Dawa die Strafe schon im Diesseits angedroht. Im Diesseits wird die Strafe angedroht. Dritte Sache, Strafe im Jenseits und im Diesseits auch. Inshallahu alam, aber im Jenseits auf jeden Fall. Er sagt, Surah 2, Vers 159. إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Und dieser Vers muss auch gelernt werden. Surah 2, Vers 59. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanna lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul-la'inun. Diejenigen, die das verheimlichen, was wir, ja, von den Beweisen und der Rechtsgläubigen herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, so werden sie von Allah verflucht und von den Fluchenden verflucht. Und es gibt zwei Arten von Verschweigung. Einmal die direkte Verschweigung. Zum Beispiel jemand fragt dich was, ist der Islam die richtige Religion? Ja, nein, also bei uns ist das so, jeder kann so sein, wie er will, ist alles gar kein Problem. Kommen Sie schön zum Tag der offenen Moschee in unserem so und so Kulturverein. Ja, ist alles Sie, Sie kommen ins Paradies, alle kommen ins Paradies, glauben doch alle an Gott. Das ist eine Lüge über die Religion. Eine Lüge über die Religion. Wir sagen nicht, man soll den Leuten den Schädel einschlagen. Wir sagen, man soll die Leute gut behandeln. Aber zur selben Zeit müssen wir auch was tun? Müssen wir die Botschaft verkünden. Wir haben eben gesagt, Utu ila sabili rabbika bil hikma. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Was ist Weisheit? Ist Weisheit, indem ich die Botschaft verschweige? Nein. Weil dann hast du nicht zum Weg deines Herrn gerufen. Deswegen gebe ich immer das Beispiel mit dem Paketbringer von der Post. Ja? Der Postbote, der kann das, was in dem Paket drin ist, da darf der nichts dran verändern. Genauso darfst du an der Botschaft nichts verändern. Du musst die Botschaft übergeben. Aber die Frage ist, wie übergibst du die? Schlägst du an die Tür mit dem Hammer? Da schlägt der Postbote an die Tür mit dem Hammer und dann machst du die Tür auf, schmeißt das Paket ins Gesicht und gibt dir noch einen Tritt. Oder klopfst du an die Tür, sagst hier, bitte schön ein Geschenk für Sie. Hier, das wollte ich Ihnen überbringen. Und hier so, dass man den Menschen klar macht, man möchte für die Menschen das Beste. Dass man sagt, ich möchte diesem Menschen das Beste vermitteln. Der Islam ist das beste Geschenk, das ist die Rettung vor ewiger Bestrafung in der Hölle. Stell dir vor, diese Person stirbt heute. Und wenn die Trunkenheit des Todes kommt, das ist, bevor du immer zu flüchten mochtest. Subhanallah.
dann ist es vorbei. Deswegen muss man Sorgen haben um die Menschen. Jetzt geht es weiter im Text. 2 Vers 159. Und die andere ist die indirekte Verschweigen. Ja? Das heißt, der lebt 100 Jahre neben dir und du erzählst, oder sagen wir mal 20 Jahre neben dir. 100 Jahre ist vielleicht übertrieben. Und du erzählst ihm nichts von der Religion. Ja, du gibst ihm noch nicht mal einen Flyer. Ich weiß, es fällt schwer, mit Leuten darüber zu reden. Aber sag doch mal hier, wir haben eine Informationsveranstaltung in der Moschee. Hier, Pierre Vogel, der böse Hassprediger aus Bonn. Wir haben eine Informationsveranstaltung in Ratingen. Und da, ich nehme dich mit. Beispielsweise. Wenn nicht der böse Hassprediger, also ich meine, ihr wisst schon, ne? Spaß muss sein. Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Frage, was ist das Urteil von Dawa? Im Allgemeinen ist das Urteil von Dawa, wenn einige Leute die Dawa machen, ist es für die anderen keine Pflicht mehr. Sie kriegen sie keine Bestrafung. Das nennt man Fadl Kifaya. Und das ist auch eine Frage bei dem Kurs am Ende. Was ist der Unterschied zwischen Fadl Kifaya und Fadl Ein? Fadl Kifaya bedeutet, wenn ein Teil es macht, ist die Pflicht von den anderen aufgehoben. Das heißt, sie kriegen keine Bestrafung für das Verlassen. Was ist zum Beispiel eine Art von Fadl Kifaya? Kann mir einer ein Beispiel geben? Genau, wenn man reinkommt und jemand sagt Salam Aleikum, wenn einer, der von den sitzt, Salam zurückgibt, reicht's. Janaza, genau. Wenn ein Teil das macht, ist von anderen aufgehoben. Adhan auch. Adhan auch. Ist nach Meinung von einigen Gelehrten Pflicht. Und da muss natürlich nicht jeder Adhan machen. Es steht nicht jeder auf und macht die ganze Gruppe, stehen 20 Mal auf und dann Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja? So. Hier auch, aber Sheikh bin Baz, rahimallah, der sagt, in einer Zeit, wo Jahl verbreitet ist und wo die schlechten Dinge verbreitet sind und wo es wenige Duat gibt, in dieser Zeit wird es Fadl Ein, für jeden Pflicht, mit dem, was er machen kann. Und heute habt ihr die Möglichkeiten, ihr könnt Dauer machen mit einem Lächeln und einem Geschenk. Wir haben diese DVDs, wir haben jetzt gerade 40.000 DVDs hergestellt. Ihr geht einfach zu jemandem hin, sagt hier, bitteschön, ein Geschenk, hier eine DVD, eine dies, das. Dann sagen die, Dankeschön, bitteschön. Okay, Beispiel. Ibn Baz hat das gesagt. Ich habe es jetzt nur von Ibn Baz, aber die Sache ist auch ganz logisch. Weil wie wollen wir hier in Deutschland zum Beispiel alle Leute erreichen? Wenn man die, insbesondere wenn du die Fähigkeit hast, Dawa zu machen. Heute hat jeder die Fähigkeit, Dawa zu machen. Du brauchst ja nur eine DVD zu geben oder einen Flyer zu geben oder ihn zu rufen zur Moschee. Du brauchst ja nicht unbedingt mit ihm zu diskutieren. Du kannst ihn ja zu Leuten führen, die mit ihm diskutieren können. So dann, wie macht man Dawa? Da habe ich schon drüber geredet, mit der Hikma, ja, und mit dem Wissen. So. Und dann, was sind die Prioritäten in der Dauer? Das geht wieder auf die Gruppen zurück, von denen wir eben geredet haben. Immer das Wichtige vor dem Wichtigsten. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der Christ ist, ja, dann redest du nicht mit ihm darüber, ja, bei uns Satulatul Janaza ist so und so. Verstehst du, weil das ist für ihn uninteressant. Ja? Oder sagst du ihm, hör mal, du musst, wenn du niest, musst du Alhamdulillah sagen, sagst du dann zu ihm. Ich meine, du kannst ihn das natürlich auch vermitteln, aber das ist unwichtig. Du musst das Wichtigste anfangen. Und das ist erstmal, dass man zum Tawhid ruft. So wie der Prophet, a.s. Guck mal, Priorität heißt auf Arabisch, Aulawiyat. Und das kommt von einem Hadith vom Propheten. فَلْيَكُنْ أَوْلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ أَيُوَحِدُ اللَّهِ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. Das soll das Erste sein, wozu du aufrufst, die Priorität, dass sie Tawhid praktizieren. Das heißt, dass man Allah alleine anbetet. Dass man weiß, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher ist. Dass man weiß, dass Allah nur mit vollkommenen Eigenschaften zu beschreiben ist. Ja? So dann. Diesen einen Punkt, den lasse ich raus, den mache ich beim nächsten Mal. Bedingungen in der Dauer. Da werden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bedingungen erwähnt, aber ich erwähne eigentlich nur vier heute. Richtig, weil die anderen eigentlich keine richtigen Bedingungen sind. Erstmal Ikhlas. Das ist erstmal Ikhlas, dass du es für Allah machst. Prioritäten war abgeschlossen, ja. Weil ich habe das ein bisschen gekürzt jetzt, aber das ist im Prinzip alles drin, weil es war eigentlich unter dem Thema, wie macht man Dawa, dann wollte ich mit Hikma kommen und mit dem Vers mit Wissen kommen, mit Al-Abbasira. Aber das haben wir schon erklärt. Dann Prioritäten.